Willkommen zurück zum OKCiao-Podcast. Es ist endlich soweit. Wir haben unser eigenes Real Housewives-Format, Leute. Real Housewives. Okay. The Real Housewives of Munich sind da und wir freuen uns so sehr, weil wie lange reden wir schon darüber? Wir versuchen schon seit Jahren immer mal wieder über die Real Housewives zu sprechen, Ja. aber wir merken einfach so, boah, wir brauchen was Deutsches irgendwie, damit Ja, die ja. Leute hier in Deutschland da auch vielleicht noch ein Gefühl dafür bekommen. Und ich wollte schon immer wissen, wie das so aussieht bei uns. Wir haben auch lange überlegt, wer ist dann Köln, wer ist dann Berlin? Köln? Nein, Aber never. München? Ja. München ist der einzige Ort, der für sowas, also wirklich prädestiniert Ja. ist. Meine Schwester meinte noch Karlsruhe, weil anscheinend leben sehr viele reiche Menschen in Karlsruhe. Oh, okay. I don't know. Egal, wir sind jetzt in München angekommen und durften sogar bei der Premiere live mit dabei sein und haben sogar mit zwei Ladies Interviews geführt. Und das war so cool. Das war richtig cool. Aber wir erzählen euch erstmal, was geht ab? Worum geht's? Folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCiao Podcast. Und diese Folge ist Teil von einer längeren Podcast-Folge. Und die Podcast-Folge könnt ihr euch überall anhören, wo es Podcasts gibt: Spotify, Podimo, überall. Ab dem 6. Juli könnt ihr euch in Doppelfolge The Real Housewives of Munich anschauen. Es werden dann 6 Folgen insgesamt ausstrahlen. Bei RTL Plus, ne? Bei RTL Plus, genau. Das heißt, 3 Wochen lang werden wir das auch begleiten mit einem extra Podcast, der dann freitags erscheint. Das heißt, wir haben dann Donnerstag eine Folge auf YouTube, Freitag eine und Samstag und alle 2 Wochen Sonntag. Boah, die volle Ladung. Langes Wochenende mit Okay, ciao. Für 3 Wochen, Für 3 Wochen genau. und danach chillen wir, Genau. okay? Wir haben jetzt schon zu viel zu tun. Aber wir konnten wirklich, wir saßen da, wir waren 3 Tage in München dafür und am letzten Tag saßen wir im 25 Hours und haben überlegt, okay, können wir das machen? Können wir das irgendwie stemmen? Nein, aber du meinst trotzdem. Aber erstmal zum Cast. Wir Ja. haben da 6 wunderbare Ladies. Wirklich, wo habt ihr die gefunden? Ohne Witz. Wirklich, voll Ja. cool. Wir fangen an mit Pega Parastar. Parastar. Wow. Parastar. Parastar. Auf jeden Fall besser Name, Ja, hallo. ja, ja. Sie ist 31 und die jüngste der Ladies hat iranische Wurzeln, was mich super gefreut hat, dass der Cast divers ist, Ja. weil ich dachte wirklich, Munich, okay, wir haben eine OC-Sache am Start, alle blond, alle gleich aussehen. Nein, da sind also Ja, es ist ein diverser Cast. diverser Cast. Sie ist mit einem Rechtsanwalt namens André Miguel verheiratet. Und sie scheint so das typische Luxusleben zu leben von einer Housewife. Ich bin gespannt, wie viel Echtes wir noch sehen werden, weil das schon sehr vulnerabel ist. Also eigentlich sind die Real Housewives-Formate sehr vulnerabel, aber mal gucken. Vielleicht noch nicht in der ersten Staffel, hoffentlich in der zweiten, wenn die kommt. Ihre Storyline ist, dass sie sich Kinder wünscht, Ja. ist aber nicht so schnell klappt, wie sie sich das vorstellt. Und die anderen Ladies geben ja auch so ein bisschen Ratschläge, ne? Also wie es ist, Mutter zu sein, was man so braucht und so. Und das ist halt echt süß. Sie ist etwas ruhiger, was bei Konflikten aber wirklich auch mal gut tut. Das muss ja nicht jeder ein Schreihals sein, was auch immer. Ich bin aber gespannt, ob man sie so ein bisschen so aus ihrer Muschel, Reserve lockt. aus ihrer Muschel lockt. Dann haben wir Natalie Fuchs. Eines der Natalie. zwei, also wir haben 2 Stars für uns entdeckt, die wir Ja. auch beide interviewt haben, Ja. weil das ist, die stechen so dermaßen hervor. Also vor allem Natalie. Sie sticht allein schon darauf, also hervor, weil sie einfach so laut ist und so eine laute Stimme hat. Und Also sie hat einfach so eine Wahnsinn. Genau Föhnfrisur. richtig. Und hat einfach, und die ist zwar klein, aber hat eine Ja, Erscheinung, ja, ja. die erinnert mich immer an Michelle Hunziker. Das stimmt. Die sieht Ich irgendwie voll finde so auch, aus. als wir zur Premiere ankamen, hat man sie als erstes gesehen und Ja. waren so: Ist das eine von den Ja, Housewives? Und dann genau. war sie auch eine von den Ja, Housewives. Ja. genau. Sie ist 37 Jahre alt, hat russische Wurzeln und ist kürzlich nach München gezogen. Also das ist jetzt ihre Storyline, ne? Zu ihrem jungen Loverboy Matthias. Und zusammen wollen sie sich ein Leben aufbauen. Sie kocht nicht gerne, sagt auch, dass Kochen unter ihrem Niveau ist. Geil, ja. Und sie war zuvor Maklerin in Zürich und Düsseldorf. Aber was sie jetzt genau macht, weiß ich nicht. Okay. Also, wir haben ja auch, als wir die Folgen geguckt haben, auch nicht verstanden, wo die wohnt und warum da überall Klamotten Ja, ist sind, ein bisschen ob es eine weird. Boutique ist. Ja. Generell muss ich sagen, wir werden die nächsten Wochen vielleicht auch mehr erfahren über die Ladies. Es ist ein bisschen interessant,
was die so beruflich machen, was vorher so passiert ist. Aber ich wollte da nicht zu viel spekulieren, weil wir wollen ja auch ein bisschen die Fantasie aufrechterhalten. Mhm. Ne? Wir gucken jetzt die Show. Weil es wird umso spannender, wenn diese Fantasie dann bricht, weil das macht die Real Housewives-Formate aus. Wir lernen erstmal die ganzen Frauen in dieser Fantasiewelt in der ersten Staffel kennen. Genau, richtig. Es ist alles sehr fake, sehr hihi, sehr huhu und oh, mein Leben ist so perfekt. Und dann crumbled alles und dann hast du einfach nur diesen Scherbenhaufen vor dir von menschlichen Abgründen. Bist du so, das ist Fernsehen. Es ist zwar traurig, aber ja, das ist halt das, was man. Aber es ist echt, das macht es so echt, weil ich habe eine gute Freundin, die guckt ja ganz viel Reality TV. Und immer wenn ich sage, guck die Houses, ist sie so, soll ich mir reiche, perfekte Menschen angucken? Und ich bin so, Sind nicht perfekt. die sind genauso unperfekt wie wir. Die haben halt nur ein bisschen mehr, also viel mehr Geld als wir. Würde ich auch sagen. Aber die sind auch interessant, die haben auch Facetten, die haben auch Träume, Wünsche, Ängste und das alles zu sehen. Also ich will also für meinen Teil möchte ich nicht Abgründe per se sehen, ich möchte einfach nur Echtheit sehen. Ja. Und das ist halt das Coole. Ja. Und die Diskussion, ob die Frauen wirklich so viel Geld haben in Wirklichkeit, das ist bei allen Franchises so. Das ist so spannend, sobald Geld dich ausmacht, dann wird angefangen zu messen. Und das hat man bei denen auch gemerkt. Immer am Vergleichen und am Gucken und am Protzen und so. Genau, richtig. Bis denen das dann auch irgendwann um die Ohren fliegt. Ich freue mich so sehr. Ich hoffe, es gibt eine zweite und dritte und vierte Staffel, weil wirklich, das ist, also okay, es ist zwar auch Trash-TV, aber es ist glamouröser Trash. Ja. Es ist so schön. Allein schon, ich habe mich schon gefreut, als Maria das Thumbnail gemacht hat, die ist Vorschaubild für YouTube. Ich dachte mal, die sind so schön. Oh Gott, ich finde, dass sie dem, was eine Real Housewives ausmacht, am allernächsten kommt. Die hat Charakter. Sie hat mich sofort, teilweise, ne, nicht ganz, weil Ramona von Real House of New York ist super problematisch, das ist Natalie jetzt nicht. Aber sie hat mich so ein bisschen an sie erinnert irgendwie. Ja, sie hat dieses Life of the Party, Mittelpunkt und so. Ja, ja, die war so toll, die war vulnerabel. Ja. Ne, wir erfahren über ihren Vater einiges und auch über die Ängste, die sie hat. Genau. Aber ist super witzig, die kommt rein und ist einfach die entertained. Genau. Kann auch super wütend werden und Temperament. Also die hat alle Facetten. Das kam auch aus dem Nichts. Ja. Das war total witzig. Man muss sich aber auf jeden Fall drauf einlassen. Ja. Wirklich, seid nicht zu kritisch, wenn ihr das guckt, weil es einfach die Arbeit ist. Das ist die erste Staffel. Die üben das, genau. Genau, richtig. So, wir hatten sie interviewt. Jetzt haben wir gerade ein bisschen in die Audio reingehört. Es ist von der Qualität her nicht so gut, aber es war auch eine spontane Aktion. Wir holen das nächste Mal so kleine Mikrofone, beziehungsweise vielleicht holen wir auch dieses ganze Aufnahmegerät, dieses portable hier, ja, was auch immer das ist, genau. Jedenfalls haben wir halt Natalie interviewt und wir haben ihr so Dinge gefragt wie, wohl sie sich fühlt oder damit, dass sie so vulnerabel halt ist. Ne? Und sie sagt halt so, dass sie ihr Herz auf der Zunge trägt und dass sie halt einfach ehrlich ist und auch nicht anders sein kann. Dann hat sie auch ein bisschen darüber gesprochen, weil in der ersten Folge, glaube ich sogar, oder in den ersten drei Folgen, wir haben ja die ersten drei Folgen geguckt, geht es halt auch um ihren Vater, der halt plötzlich verstorben ist. Und hat sie halt auch darüber gesprochen, dass es für sie ein harter Moment war, aber dass es auf jeden Fall das, was wir sehen, auch echt ist, dass sie wirklich so gefühlt hat. Und das war auch ein super emotionaler Moment in der Show. Und und sie war halt einfach so happy, mit Leuten zu reden. Wobei, als du ja auf sie zugekommen bist mit dem Interview, also wir haben jetzt gelernt, wir müssen direkt uns vorstellen, direkt loslegen und die gar nicht so viel fragen oder sowas, sondern einfach losmachen. Und sie hatte halt nur mit Maria kurz gehört, dass sie halt einfach so gefragt hat, ob wir halt mit ihr reden können. Und dann meinte sie so, nein, warte mal, ganz Moment. Mhm. Nicht, dass ihr hier irgendwie euch reingeschlichen habt oder so. Keine Ahnung, sie wollte halt einfach nur wissen, wer wir sind. Ja. Aber die war einfach nur super witzig drauf. Ja. Hast du die so? Voll nett. Ja, ne? Ja. Ja. Dann haben wir Carina Sarah Wild. Mhm. Die haben wir auch interviewt. Und sie war nämlich mein zweiter Fave, weil wir haben halt zum einen halt diese hilarious, laute Person. Und dann haben wir Carina, die sich zwar selber als Ruhestifterin sieht, aber ich fand, dass sie eher so ein bisschen Villain-Tendenzen hatte. So ein bisschen. Die hat sich wirklich als Ruhestifterin gesehen. Also zumindest wird darüber berichtet. Und ich denke mal, das war nämlich die Bild-Zeitung, die war ja auch vor Ort da. Ja. Und die hat dann halt auch First Dips und so. Und da hat sie sich so gegeben. Und ich dachte mir, vor allem hat sie gesagt, es gab ein Zitat, ich weiß nicht, ob das aus der Show war oder auf jeden Fall aus dem Artikel, sie ist eine Ruhestifterin, weil sie sich aus Konflikten raushält.
okay, Carina, mal gucken, was du so machst. So nicht wahrgenommen. Nee, oder? Nee. Ich fand das halt gerade cool. Ich, ja. Wir brauchen keine Rotstifte. Die Storys macht. Ja. Sie ist 33, Mutter einer kleinen Tochter. Ich fand es übrigens super, die hatten ganz kurz die Tochter gezeigt, aber nicht das Gesicht. Mhm. Weil bei Real Housewives of OC haben die halt einfach die ersten paar Staffeln nur um die Kinder gedreht. Und das war echt heftig. Ja. Deswegen bin ich froh, dass die Kinder keine Rolle spielen. Sie sagt, dass sie ihr Vermögen wohl durch ihre Firma verdient für innovative Gesundheitsfürsorge und ihr Mann auch mehrere Startups habe. Mhm. Angeblich soll auch ihr Vater ein erfolgreicher Unternehmer gewesen sein, also generational wealth anscheinend. Genau, wie ich schon gesagt habe, sie bezeichnet sich halt als Friedensstifterin, aber in den Confessionals, also in diesen Zwischeninterviews, die hat immer einen gemeinen Spruch auf den Lippen gehabt. Ja, also so ein, was heißt gemein? Es war halt einfach so ein, genau, ein Spruch halt Also deswegen, also so hatte ich sie, ja, aber mal gucken. Ich fand die Hammer. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass sie immer Spaß hatte, wenn die Frauen sich gestritten haben. Ja, dachte ich war auch. Die immer so in der Ecke so. Wir hatten die Carina auch gefragt, wie ehrlich sind denn die Ladies so oder wie ehrlich ist die Show? Und hatte Carina gesagt, so, ja, das ist alles auf jeden Fall echt. Vor allem Natalie war ja super offen und ehrlich. So, das haben wir ja auch dann in den ersten Folgen gesehen und das werdet ihr auch sehen. Und auf jeden Fall, also ich habe sie halt drauf angesprochen, ne? So vor allem ihre Confessionals waren so ein bisschen also super witzig und halt auch ein bisschen messy. Und dann hat sie auch gesagt, so ja, sie ist auf jeden Fall ein sehr ehrlicher Mensch, manchmal zu ehrlich. Und ich glaube, weil solche Menschen sind immer am interessantesten bei den Shows. Und ja, ich fand, sie war so nett. Also wirklich, niemand war irgendwie abgehoben von den Frauen, oder? Wobei, wir haben nicht mit allen gesprochen. Die beiden waren jedenfalls nicht so abgehoben. Mm-mm. Sondern man kann einfach mit denen reden. Und vor allem, ich fand bei Carina, da hatte man so ein Freundschaftsgefühl direkt. Mm-hmm. Also fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, mit ihr zu sprechen. Dann haben wir Lilly Wilmes. Sie ist 37, war früher Unternehmensberaterin. Das heißt, da wissen wir, woher das Geld kommt. Daher. Und jetzt kümmert sie sich aber um ihre Familie und die eigenen Immobilien. Also eine richtige Oldschool-Haus, weiß ich nicht. Mhm. Ihr Mann ist wohl ein berühmter Dressurreiter. Ich konnte aber nicht herausfinden, mit wem sie genau verheiratet ist. Und ich frage mich halt, machen Dressurreiter so viel Geld, dass die Frau zu Hause bleiben muss? Weil sie musste zu Hause bleiben. Ich glaube, wenn du halt ein Berühmter bist, der halt sehr viele Preise gewinnt und so. Ich meine, das ist ja auch ein sehr teurer Sport. Mhm, ne? Stimmt. Und ich weiß nicht, inwiefern da eine Rolle spielen? I don't know. Aber wir werden es halt herausfinden. Ich bin sowieso gespannt, weil wir haben ja, außer von Natalie, der Typ, den haben wir ja niemanden kennengelernt. Nee. Von Pega. Pega, stimmt. Ja. Genau, aber der wollte auch von ihm. Ja. Die anderen irgendwie nicht so, aber da bin ich gespannt, was noch so kommt. Sie ist sehr selbstkritisch, hat sie gesagt, und versucht halt wirklich alles perfekt zu machen. Das merkt man, ne? Immer wenn sie eine Hauswife kennengelernt hat und bei jemandem zu Hause war, hat sie ein Bouquet von Blumen mitgebracht, also richtig, richtig vornehm. Ich glaube aber, dass ihr Perfektionismus ihr ein bisschen so zum Verhängnis werden könnte, denn die Hauswife. Also es geht nicht um Perfektionismus, es geht um Echtheit. Sie mal gucken, wie viel wir halt noch von ihr mitbekommen. Und sie sagt, für sie bedeutet Freiheit, Geld zu haben und nicht arbeiten gehen zu müssen. Girl, same. Würde niemals passieren, aber okay. Und genau, dann haben wir Seher Künstner. Sie ist 38, auch Mutter einer Tochter. Sie wurde kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter von ihrem damaligen Mann betrogen und reichte auch ganz schnell die Scheidung ein. Also she knew her worth. Ist seitdem Single. Und das ist halt so ein bisschen ihre Storyline, ne? So, sie möchte einen Mann finden und ist auch bereit dazu, dann halt auch wirklich so Housewife-Duties zu machen. Irgendwie. Da wäscht sie dann auch die Wäsche und was auch immer. Ja. Und wir sehen halt auch ein paar Dating-Versuche in der Show. Sie ist sehr spirituell. Und genau, also mal gucken, was sie sonst noch so zu bieten hat. Zu guter Letzt haben wir Joanna Danchu. Sie ist mit 46 die Älteste in der Gruppe. Und das merkt man vor allem daran, dass sie absolut keine Geduld für Shenanigans hat. Und sehr, also ich fand in dem Artikel über sie, hat man geschrieben, dass sie kompliziert sei. Aber ich finde, sie hat nicht so viel Geduld einfach. Ja. So okay. Ja. Ich fand sie auch leider nicht sehr sympathisch. Ach so. Auch niemand hat für sie geklatscht, als ihre Sequenzen kamen. Das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich schade eigentlich. Ja, und deswegen frage ich mich,
Weil später, als die Frauen alle auf der Bühne waren, wurde halt auch gefragt, ob die sich halt alle noch verstehen und so. Und dann meinten die, ja, wir sind alle, wir mögen uns alle, alles ist gut. Ja, ich hatte das Gefühl, das hat sie gesagt, um es zu sagen. Das war auch Johanna, die das gesagt hat, ne? Ja. Ah, okay. Weil dann die Pega betonte, naja, es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ah, okay. Die Johanna, ich weiß nicht, was ich von ihr halte. Okay. Ja, wir haben halt nicht so viel von ihr gesehen. Ja, ne? Ja. Sie ist Künstlerin und Modedesignerin aus München, so verdient sie halt ihr Geld, mhm, und hat rumänische Wurzeln, mhm, und ist mit Michael Rühl zusammen. Michael Rühl, Michael Rühl. Und ja, Ich weiß noch nicht so recht. Es ist auf jeden Fall aber immer interessant, Menschen zu haben, die sich nicht so fügen möchte. Genau. Also, mhm, gar nicht fügen möchte. Ja. Weil solche Leute ecken natürlich auch schnell an. Und ich finde aber, man braucht auch solche Leute. Also ich finde, dass jede Frau einen gewissen Charakterzug bedient, den man irgendwie braucht, um die Show rund zu machen. Ja. Und nicht alle wollen vor die Kamera, aber manche schon. Ach, ist total interessant. Dann nochmal zu unserer Premiere in München. Wir waren am 27.06. dort. Also wir haben halt so 3 Tage draus gemacht, sind am Mittwoch angekommen. Es hat übelst lange gedauert. Es hat natürlich geregnet, als wir da waren. München war eine Stadt, die ich irgendwie gar nicht so erwartet habe. Ich glaube, wir waren aber auch nicht an den geilen Orten. Nee, ich wollte es positiv. Ach so, wirklich? Sagen. Ja. Ich hätte mir mehr erwartet von München, muss ich sagen. Ja gut, aber wir haben ja auch kaum was gemacht. Das meine ich ja. Ach so, okay. Ja, ich meine es eher positiv, weil ich dachte, das wäre, also dass der City Center komplett nur Schickeria ist und alles nur reich und oh Gott, wo komme ich jetzt dahin? So und wie die Köhe, meinst du? Ja, genau, in Düsseldorf. Richtig. So wie die Köhe in Düsseldorf. Aber das war da gar nicht so. Also du bist irgendwie also zu einer Straße gegangen und dann waren halt so Wettbuden und Dönerläden und alles mögliche. Und dann bist du um die Ecke gegangen und auf einmal war da Burberry oder irgendwelche anderen Boutiquen und dann wieder um die Ecke. Also es war total divers, krass. Überall Baustellen. What the hell? Das war nicht krass, ja. Das war heftig, auch vor unserem Hotel. Und wir waren im Hotel Germania. Der Name, ey. War gar nicht mal so schlecht. Genau. Und am Donnerstag war dann die Premiere. Mhm. Wir haben uns dann, sind shoppen gegangen tagsüber, haben uns schick gemacht, haben beide neue Klamotten getragen und sind dann abends zur Premiere gegangen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass so Schickeria und normale Menschen einfach so zusammenleben. Es ist einfach so funny. Da gab es so ein Café, was vor dem Siedlinger Tor war, wo wir dann halt bei der Premiere waren, wo erstmal Leute halt einfach gesessen haben und uns so zugeguckt haben. Und dann auf einmal so Frauen und Männer in Anzügen, in wirklich Abendgarderobe. Ich war noch nie auf so einer schicken Veranstaltung. Auf dem kleinsten roten Teppich der Welt, so ein Streifen. Und nur die Real Housewives durften fotografiert werden. Das stimmt. Wobei, wir haben die Fotografin kurz gefragt, ob sie ein Foto von uns macht. Deswegen hatten wir dieses super süße Foto von uns beiden. Ja. Und genau wie du gesagt hast, wir haben die Housewives direkt erkannt, also wer die Housewives sind. Und ja, und wir haben einfach mal zugeguckt. Wir haben die Nasrin von aktuellen Temptation Island Staffel gesehen. Mhm. Ich hab sie nicht angesprochen, weil was soll ich sagen so? Dein Freund ist scheiße, kann ich nicht sagen. Aber ich habe einfach zugeguckt, was sie so macht. Ja, also, keine Ahnung, ansonsten, du kannst ja auch keinen, ne? Nee, ich kannte da kaum. Nee. Es war voll low-key eigentlich. Mhm. Das ging voll klar. Ja. Also man hat gemerkt, da ist noch nicht so viel Budget drin. Aber ich fand es dennoch schön. Ja. Weil es ist halt der Anfang davon. Und ich kann verstehen, dass RTL vielleicht noch ein bisschen Bammel davor hat, die Sendung laufen zu lassen. Weil wir sind halt an Trash gewöhnt. Und das hat sich halt noch gar nicht hier etabliert. Wobei generell so dieser Akt, eine Premiere aufzusetzen, also das kenne ich gar nicht so. Ich glaube, es gab doch letztens gerade die Premiere von Kampf der Reality Stars vor ein paar Monaten. Wahrscheinlich. Oder so. Da gab es eine Veranstaltung für. Jetzt gibt es eine Veranstaltung für Beauty and the Nerd. Läuft wohl bald. So dieser Akt, so dass man da so ein großes Ding draus macht, das kennt man halt gar nicht. Weiß ich nicht. Oder wir kennen es halt nicht. Oder wir kennen es halt nicht, genau. Ich kenne es halt nur aus den USA, deswegen mal gucken. Also ich hoffe wirklich, dass sie mehr draus machen, weil es einfach, da ist so viel Potenzial. Ja. Ich habe aber in den Kommentaren geguckt, als der Trailer gedroppt ist. Ja, gemischte Reaktionen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Also das Reel mit dem Trailer hat über 1 Million Aufrufe auf Instagram. Und da waren, ja, Housewives-Fans haben sich mega gefreut. Und dann gab es natürlich die Leute mit, warum
soll ich mir reiche Frauen angucken und als ob die alle reich sind oder ist mir egal und das macht man nicht. Und das war übrigens auch ein Gesprächsthema bei der Premiere, mhm. als die Frauen interviewt wurden vorne an der Bühne. So wie dass das halt ja auch nicht so ein Ding ist in Deutschland, über Geld zu sprechen. Man flext ja nicht damit. Genau, und die machen das halt, mhm. aber mit Absicht. Also mhm. die machen auch nochmal eine Schippe und drei drauf, mhm. deswegen nicht wundern. Aber genau das ist halt so cool. Ja. Es macht einfach Spaß. So. Ja. Warum? Wir können uns die Abgründe der Menschen angucken und es gibt immer diese ausbeuterischen Shows. Man fühlt sich halt besser, wenn man über Menschen lacht, die sozial und finanziell unter einem sind. Ja, oder toll. Vielleicht mit einem auf einer Ebene. Ich kann es mir auch nicht erklären. Nee, weil mir tun die Leute einfach nur leid, die bei solchen Shows mitmachen. Wahrscheinlich aus Not, aus Geldgründen. Oder sie wollen halt auch mal vor die Kamera. Mhm. Aber dann, sobald da mal eine Show gibt, wo halt einfach Leute reich sind, das ist dann schlecht, oder was? Ach, egal. Naja. Ja, ich finde, die deutsche Mentalität hat eh irgendwie ein komisches Verhältnis zu Reichtum. Was auch gut ist, es ist halt kritisch und alles, aber irgendwie... Man kann es nicht so locker sehen. Mhm. Das fehlt mir. Genau. Chill. It's not that deep. Nein. Guck dir das einfach an und lach drüber. Ja. Ich meine, die nehmen sich ja nicht für voll. Nee, genau, das merkt man total. Das ist mit Absicht over the top. Wir haben alle gelacht im Publikum. Ja, selbst die Frauen haben gelacht. Ja, also es ist so... Das sind halt so Karikaturen von sehr reichen Menschen. Genau, richtig. Und das macht es halt so witzig. Ja, eben. Ja. Naja. Genau, wie fandest du, also genau, ohne zu spoilern, weil wir sprechen... Nächste Woche, mhm. Freitag, in der ersten Real Housewives-Folge über die ersten beiden Folgen. Aber was war dein Eindruck von den ersten Folgen? Ich würde gerne nächste Woche drüber reden, aber ich fand es sehr gut. Ja. Ihr müsst alle gucken, gucken, damit wir alle nächste Woche Freitag drüber sprechen können. Aber ich fand es sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich war positiv überrascht. Und ich sag's nicht, weil wir dahin durften. Ich meine, wir mussten für alles selbst zahlen. Ja, eben, also, so. Genau. Aber nee, weil ich habe wirklich echt was Schlechtes erwartet. Mhm. Und ich war positiv überrascht. Ja, weil ich es auch. Kommt dem amerikanischen Original sehr nah. Ja. Also vor allem, wir haben direkt die Parallele zwischen Real Housewives of Beverly Hills gezogen. Und ich glaube, die haben sich von den Storylines auch da inspirieren lassen. Mhm. Werden wir aber dann nächste Woche drüber sprechen. Gehen wir genau in die Tiefe. Yes. Dann haben wir uns aber auch gefragt, okay, gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Format, Bravo oder Andy Cohen sogar, und dem deutschen Format? Und dann habe ich Andy Cohen geschrieben. Natürlich, was man so macht. Guck mal, hat der geantwortet? Natürlich nicht. Aber Tresor hat uns geantwortet. Ich guck mal, ob der es gelesen hat. Nein. Okay. Genau, dann haben wir die Produktionsfirma angeschrieben und gefragt so, wie funktioniert das? Habt ihr die Lizenz erworben? Gibt es überhaupt irgendein Involvement? So, und haben die geantwortet. Ihr Lieben, Dank für euer Interesse. Wir haben die Formatlizenz für den deutschsprachigen Raum erworben und in der Vorbereitung beim Casting und der Produktion eng mit den internationalen Produzenten zusammengearbeitet. Mhm. Und endlich ist die erste deutsche Staffel ab dem 6. Juli auf RTL Plus zu sehen. Maria, Redaktion Tresor. Meinst du, Andy Cohen war auch involviert als Produzent? Ja, das war... Also er schreibt ja alle Franchises bei sich ins Spiel. Okay, und das ist er nicht? Nee, okay. Auch nicht Real Housewives of... Ich glaube, Australia gibt es ja auch, London gibt es ja auch. Steht da halt auch nicht. Mhm. Auf Amsterdam gibt es ja auch mittlerweile. Genau, ich glaube, er steht bei dem aber auch nicht. Er hat, glaube ich, nie die amerikanischen Formate, die er halt auch selber moderiert wahrscheinlich. Mhm. Aber so wie wir Andy kennen, kann ich mir nicht vorstellen, dass da gar nichts involviert ist. Vielleicht bei der Konzeptionierung die Idee... sich von Beverly Hills inspirieren zu lassen. Wer weiß, ob das nicht davon kommt. Ich gucke aber Watch What Happens Live jetzt die nächste Zeit. Mal schauen, ob er drüber spricht. Okay. Weil es einfach cool wäre. Weil er spricht ja schon noch über die anderen Formate, dass sie halt existieren. Er ist ja auch stolz drauf. Das ist auch sein Ding. Oh. Krass, 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 krass. Okay. Was denkt ihr? Habt ihr den ersten Trailer geguckt? Interessieren euch überhaupt die Housewives? Habt ihr vielleicht Bock, dieses Format mit uns zu gucken? Vielleicht habt ihr dann auch Bock, die amerikanischen Formate zu gucken, weil das bleibt bei uns noch. Wir werden darüber auch Podcasts machen. Dauert aber noch ein bisschen. Und genau, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon hält. Und nicht vergessen, folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok. Hier, auch auf YouTube vor allem. Mhm. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao.